Hallo und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Ja, wir sind nur wenige Sprünge von der letzten Episode entfernt. Nee, Quatsch, was laber ich wieder? Wenige Sprünge seit der letzten Folge weitergekommen. Weil ich habe mich ein bisschen auf die Karte umgeguckt, was da so alles ist zwischen uns und diesem schwarzen Loch, wo wir hin wollen. Und da habe ich ein paar Sterne gefunden, einfach mal markiert. Ja. Ihr seht da aber ein roter Riese, die hatte man schon lange nicht mehr und wieso eigentlich auch nicht. Und jetzt fällt mir auch gerade auf, wieso es hier so viele von denen gibt und auch andere Sterne, weil wir sind schon auf, Moment, dann kann man gerade der aktuelle Wert sahen, auf 1100 Lichtjahre über der Ebene. Nur zur Abwechslung. Und wir gucken uns einfach mal ein paar Dinge an, die ich so markiert habe. Also es sind viel rote Riesen dabei. Ja, kann man mal machen. Mir hat schon lange mir angeflogen, glaube ich. Und es sind Kohlenstoffsterne dabei und was auch immer. Ich glaube, ja, das war es auch, glaube ich. Irgendwie so bestimmte andere Überriese-Type habe ich, glaube ich, nicht gefunden, so auf die Schnelle. Ich habe mal auch wirklich nur angeguckt, was so jetzt direkt oder so knapp neben unserer Route liegt, die man eh fliegen wolle. Weil großartige Umwege wollte ich jetzt noch nicht machen. Also, wir haben ja zuletzt erst viel Umwege gemacht. Jetzt müssen wir nochmal gucken, dass wir irgendwie wenigstens etwas zielstrebiger vorankommen. Aber so auf dem Weg kann man doch Sache abgrasen. Moment, da müssen wir das hier schon ein bisschen von dem Stern hier weg. Ja, wir können schon mal gucken. 1,1 Sonnenmasse, 1,14 um genau zu sein. 31 Sonnenradio. Boah, ja, das ist doch einer von der bisschen größere wenigstens. Also von der ganz großen natürlich noch nicht. Die haben da ein paar mehr. Gab so 34 oder so. Also die handelsübliche. Rote Riese, sage ich mal. Aber Ende 30 ist es schon okay. Nehme ich gerne. So. Und ja, das haben wir auch schon geguckt. Leider nichts Großartiges, auch relativ weit weg. Keine Biosignale oder Atmosphäre. Na gut. Dann, Moment. So. Genau. Zack. Und das ist schon der nächste Sprung. 13 Lichtjahre. Guck mal, hier ist direkt wieder einer. Hier ist ein schwarzes Loch. Oh, hier ist ein schwarzes Loch. Oh Gott. Da oben ist eins. Oh Gott. Tone. Hilfe. Hilfe. Muss mich zurückhalten. Sonst artet es wieder aus. So geht die Temperatur so steil nur aber. Alles gut? Jo, alles gut. Ja, mit beschränken uns muss erst die Bookmarks, die ich gesetzt habe. Dann ziehen wir einfach mal weiter. Ist auch schon der nächste. Nur eins. Okay, der ist ziemlich allein hier. Oh, guck mal hier. 33 Sonnenradio. Das ist hier noch ein Stück besser. 1,3 Sonnenmasse. Okay. Wunderbar. Dann Bookmark weg. Und hier, was haben wir dann hier? Ein S-Stern. Nimm mal gern. Mal gucken, wo wir mal ein Bild machen. Ach, wir haben noch ein paar. Können wir es eher schon ein paar Sprünge machen noch. Dass es wieder so schnell gegangen ist, dass wir schon wieder auf 1100 Lichtjahre sind. Das hat mich überrascht. Drive,
Ja, ich würde sagen, wir können es auch gut und gerne mal auf dieser Höhe bleiben. Mir gucke gerade mal was noch auf der Karte. Das würde mich jetzt mal interessieren. Weil normalerweise ist hier unter der Ebene dieser, ich sag mal, magische Bereich, wo es ziemlich viel auch nicht hauptreinen Sterne gibt. Wir gucken einfach mal, ob das hier aber auch der Fall ist. Würde mich jetzt mal interessieren, weil ich habe jetzt noch nicht ohne großartige Filterspielerei auf der Karte geguckt. Das machen wir gleich mal. 3, okay. Haben wir zumindest schon so ein bisschen was. Da unten. Oh. Nur ein Eisplanet. Seltsamer Eisplanet. Und da fliegen wir auch nicht hin. Das ist ein bisschen weit. Also, ein S-Stern. Sie gehörten eins der Klasse M an. 34 Sonnenradie. Ja, das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Können wir hier eventuell mal ein Bild machen. Das ist eine gute Idee. Ja, und dann noch ganz schnell auf die Karte gucken. Mal gucken wir mal, das könnte schon... Ja, perfekt. S-Stern. So. Karte. Das können wir gerade nutzen, um... Und... Das können wir hier mal... Ah ja, guck mal hier. Das ist wieder der altbekannte Bereich. Viele weiße Zwerge. Unzählige Neutronensterne. Aha. Gut, das erklärt dann auch, wieso es so viele Kohlenstoffsterne hier gibt. So sind ja schon hier. Ich habe ein paar Bookmarks gesetzt. Und ich denke, wenn man hier jetzt den Filter rausmache, dann werden wir nochmal richtig erschlagen. Guckt euch das mal an, wie hoch das geht. Dass hier Neutronensterne sind. Hier wieder viel weiße Zwerge. Komm, wir machen uns mal Spaß. Wir gucken jetzt einfach mal, wie hoch es hier geht. Moment, ich muss so ein bisschen. Okay, hier mal viel Neutronensterne. Viel. Ja, so langsam nimmt es ein bisschen ab. Jetzt sind wir schon bei 2000. So. Guck mal hier. Direkt schon eine rote Riese wieder entdeckt. Moment, ich wollte das mal. Moment. So. Oh, jetzt haben wir hier schon. Hier ist schon wieder Schicht. Ne, noch nicht ganz. Guck mal hier. Das sind noch ein paar. Allerdings nicht so viel. Da muss ich schon gucken, wo du hinkommst. Ja, ab und an. Das ist 2,8 ungefähr. Ja, dann ist hier irgendwie Schicht. Okay. Nächstes Ziel anwählen. Das ist dann wieder ein roter Riese. Guck mal, hier wieder schwarz. Ach, das ist schwarzes Loch. Roter Riese. Furchtbar. Furchtbar. Das Ganze nur 12 Lichtjahre entfernt. Ach, das ist einfach herrlich. Da könnte ich auch wieder so lang auffallen. Aber nein, mir bleibe standhaft und springe jetzt wirklich mit Wasser an, was ich markiert habe. Das ist schon genug. Okay, da müssen wir direkt an dem Koloss hier vorbei. 2,3 Sonnenradie, 1,2 Sonnenmasse. So, guck mal, dann sind wir doch hier. Eine Wasserwelt. Wie weit ist denn die weg?
Ja, wieso nicht? Klar, natürlich. Natürlich. 176.000. War doch klar. Wieso soll sie überhaupt so nah sein? Macht doch überhaupt keinen Sinn. Wo bleibt dort der Spaß? Bestätigt meine Theorie nur wieder. Furchtbar. Weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass es manche Explorer oder neue Explorer gibt, die doch gar nicht hinfliegen würde, die einfach sagen würde, komm, dann halte ich halt lieber 3 Mal an und scanne Biosignale, da habe ich mehr davon. Aber nee, richtiger Explorer musst du natürlich hin. Kann man auch keine Wasserwelt ungescannt lassen. Das geht natürlich überhaupt nicht. C1 ist auch terraformierbar. Naja, da lohnt sich wenigstens. So, was haben wir denn sonst noch hier? Wir gucken mal, oder warte mal, wir machen mal was anderes. Und zwar C4 wählen wir mal schnell an. Dann können wir uns schon mal auf den Weg machen. Da gucken wir, das ist schon in die richtige Richtung. Wir gucken trotzdem noch, was wir hier haben. So, hier haben wir schon geguckt. 2, 3 Sonnenradio. Das ist okay. Ein paar Gasriese, ein paar Monde. Und dann hier, was haben wir dann hier? 2 M-Sterne. Und mir wolle hier hin. Das ist die Wasserwelt. Und hierhin, der ist terraformierbar, nicht landbar. Hier haben wir noch einen Mond. Hier ist nichts. Ja, gut, dann, was haben wir dann sonst noch, was ich markiert habe? Guck mal hier, da müssten wir eigentlich hin. Das ist direkt in der Nähe. Da müssen wir direkt hin. Ah, guck mal, das ist der S-Stern, wo man war. Stimmt. Guck mal, da oben ist direkt wieder einer. Furchtbar, guck mal hier, ein schwarzes Loch. Was habe ich noch markiert? Hier ist roter Riese. Guck mal hier oben. Da ist noch einer, wo ich übersehen habe. Hinten wäre noch einer. Da ist wieder ein schwarzes Loch. Da unten. Hier. Oh mein Gott, hier. Hier. Na, guck mal, da außen die Bookmarks sind. Oh. Guck euch das mal an. Guckt euch das mal an. Orangener Riese. Die nehme ich aber noch mit. Der ist dann schon ein bisschen weiter weg, oder? Ah, nicht unbedingt, aber. Genau, hier haben wir noch einen. Ein CN-Stern, hier roter Riese noch. Guck mal, ist direkt in der Nähe dran. Können wir auch markieren. Fliegen wir auch hin. Da unten ist noch einer. Furchtbar, hier ist ein schwarzes Loch. Da war es noch was. Haben wir noch irgendwas? Irgendwas, was kohlenstoffsternig ist oder vielleicht irgendein ein spezieller Überriese. Das ist wieder orangener Riese. Hier oben wieder. Wieder austoben. Ach, guck mal hier. Ein S-Stern, okay. Also könntest du da so viel Bookmarks setzen. Das ist wieder der Hammer. Herrlich, herrlich. Guck mal hier wieder 2 Orangen Riesen. 3 sogar.
Ja, und da. Da ist wieder einer. Heieieiei. Jetzt bin ich überhaupt nicht mehr fertig hier. Ich mag das einfach hier so, so gucke und dann dich komplett so überwältigt ist oder so. Was hier alles ist. Oh, guck mal, hier mal 2. Ein S-Stern. Wir gucken mal einfach was Interessantes dabei. Ist wieder CN-Stern. Noch ein CN-Stern. CJ, den hätte ich schon angeflogen. Wobei man ja die Kohlenstoffsterne auch ganz gut hier sieht. Können wir einfach weiße Zwerge ausschalten oder machen wir nicht Hauptreihensterne? Die machen wir mal weg. Die müssen wir hier auch ganz gut sehen. Wenn dann irgendwas gelb ist, dann hui. Ach, guck mal hier. So schön wurde. Hier bis wo die weiße Zwerge anfangen. Süß. Ja, in der Regel sieht man das doch ganz gut. Wahrscheinlich ist sie jetzt keiner. Oder habe ich die aus? Das wäre natürlich. Ne, Kronenstoffsterne sind an. Naja. Nun gut. Man hat immer noch 150.000 Lichtsekunden, deshalb würde ich sagen, ja, das System sollte man noch fertig scannen. Insofern sehen wir uns gleich an der Wasserwelt. Bis gleich. So, da sind wir auch schon fast am Wasserplaneten hier, C4. Ja, ging einigermaßen okay. Was sollte auch nicht gehen? Dauert hier halt nur ein paar Minuten. Okay. 10 Minuten oder so, keine Ahnung. Hab jetzt nicht gezählt. So, dummerweise auf eine Nachtseite, aber das ist nicht tragisch. Weil wir wollen hier nur schnell scannen. Ist übrigens nicht für Wasserausflug gedacht, weil minus 8 Grad ist ein bisschen kalt eventuell. Genau, dann C1 ist der nächste. Der ist terraformierbar und wir haben ja schon geguckt, der ist leider nicht landbar. Also nehmen wir einfach nur so mit. Joa, dann schon wieder einige Scan-Daten an Bord. 18 Millionen ungefähr. Gilt das Community Gold eigentlich noch? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. War ja schon ganz praktisch mit einer erhöhten Auszahlung. Bin gespannt, wie lange das noch so bleibt oder ob das mittlerweile weg ist. Naja. Ja, und was halt jetzt blöd ist an den Bookmarks, wo ich gesetzt habe, da kommen wir halt, oder in den Systemen finden wir sehr wahrscheinlich keine Biosignale. Müssen wir auch wieder ein paar mitnehmen. Nicht mehr weit zum Elite-Rang. Aber eventuell haben wir ja ein paar, ja, Zwischensprünge, sage ich mal, wo man irgendwas abgreifen kann. Ja, gucken wir. Genau, und ja, wenn man die Bookmarks hier erledigt haben, dürfte man auch an dem schwarzen Loch sein oder eventuell sogar schon ein bisschen drüber hinaus. Und da gucken wir wirklich nur, dass man dann den Sektor wechselt. Und zwar ins galaktische Zentrum. Ja, dann gucken wir uns auch mal an, wie der Codex ausschaut. Sollte eigentlich relativ gut ausschauen. Eventuell können wir auch, also in Bezug auf Planete und so, Sterne, da sollte ich schon einiges gewildert haben. Denke ich mal. Ansonsten gucken wir, ob wir irgendwas mitnehmen können. Noch. Ja, kleiner Besuch bei Sagittarius A Stern. Warum man es schon kennt. So, genau. Und dann sehr wahrscheinlich zurück zum Great Annihilator und auftanken. Ja, so, fertig. Wunderbar. Das System ist abgehakt.
Und ein schwarzes Loch kann man auch nebenbei mal gut und gerne mitnehmen. So, genau, jetzt noch ein Scan, das ist da. Das sind 6 Objekte. Okay. Was zittert diese Linie so? Hat die Angst vom schwarzen Loch. So, genau. Ein schwarzes Loch mit 2,8 Sonnenmasse und gar nicht so weit entfernte Neutronensterne. Mhm. Interessant. Wo ist denn der? Wo ist denn der? Ach, 23.000. Das habe ich komplett übersehen. Okay, das ist dann ein bisschen zu weit weg. Ich dachte, es wäre nur 32. ja, gut, dann würde ich sagen, wir müssen hier noch ein paar Bookmarks wegmachen. Sie aufräumen auf der Karte. So, Night of the Maletten. Mir gucke, dass mal zum nächsten komme. Und zwar in. Oh, guck mal, das ist auch sogar nur ein Sprung. Dann würde ich sagen, halten wir uns noch nicht lang auf. Und nehmen wir denn zum Abschluss noch mit hier, denn oder Riese. Es sei denn hier, im System gibt es sonst nichts. Dann könnte man auch noch ein weiterer mitnehmen. Bisschen was gibt es hier. Und zwar natürlich mal wieder direkt näher dran oder direkt dahinter. So, 1,1 Sonnenmasse, 31 Sonnenradio. Ja, genehm. So, wir gucken mal, ob das eventuell schon reicht. Nein, natürlich nicht. So, das sollte aber. Schwarzes Loch. Na, komm. Ich würde sagen, ja komm, das da, denne rote Riesen nehmen wir einfach noch mit. So zum Abschluss. Ja, und danach mache ich noch ein paar Sprünge, damit die Bookmarks dann auch wegkommen. Dann können wir beim nächsten Mal gucken, wie und wo es weitergeht.
Okay, da ist sogar so ein Schnicks im System, das ist praktisch. Dann können wir mal gucken. Und hier ist noch ein roter Riese, 1,01 Sonnenmasse, 30 Sonnenradio. Ja, okay. Gut, dann würde ich sagen, mir Hans für heute mal wieder ein paar schöne Entdeckungen gemacht. Ja, euch wünsche ich noch eine wunderschöne Restwoche. Ist ja kurz die Woche, Karfreitagwoche. Und genau, bis zum nächsten Mal dann. Bye, bye.